Hallihallo, und da bin ich wieder mit einem Video. Nach sehr langer Zeit, es tut mir sehr leid, ich habe viel zu tun mit der Hochschule, also mit dem Studium, und dann bin ich gerade dem Lesen verfallen und irgendwie habe ich alles andere im Kopf als Sims und komme leider auch irgendwie einfach nicht dazu. Gerade auch mit meinem eigenen Pferd muss ich ja jeden Tag rausgehen und wenn ich dann von der Hochschule komme, abends, dann gehe ich noch reiten und lese noch ein bisschen und dann war's das. Sims lasse ich dann irgendwie ein bisschen außen vor, was ich auch ein bisschen schade finde, aber naja. Und deshalb habe ich mich jetzt aufgerafft und gedacht, obwohl ich gerade mitten in der Lernphase für die Prüfung bin, will ich mal wieder euch ein Video bereitstellen und ich habe das schon etwas länger gedreht. Es ist wieder ein Teil von meinem Bearbeitungstipps-Videos. Es wird etwas kürzer sein, weil der Tipp nur ganz klein ist, aber ich finde, dass es sehr hilfreich ist, vor allem bei Geländebildern, also wo man dann Büsche oder irgendwelche Blumen hat, die dann etwas blöder in der Form sind zum Ausschneiden. Und da möchte ich euch dann zeigen, wie ich das mache und dadurch wird es halt um einiges einfacher und finde ich auch angenehmer. Also wie ihr jetzt dann gerade gesehen habt, habe ich erstmal alles ausgeschnitten. So fängt man natürlich immer an. Also man schneidet immer zuerst aus und um diesen Busch rum einfach sehr grob. Dann, wie ich das immer mache, wisst ihr ja, ich schneide das komplette Objekt aus oder den Baumstamm oder Sprung oder was auch immer und lege es auf eine neue Ebene. Und dann mache ich es so, dass ich dann einfach mit dem Radiergummi um alles, was eben nicht zum Sprung oder zum Busch, zu der Pflanze gehört, radiere ich dann weg. Und das kann ich natürlich machen, weil ich das Ganze auf eine neue Ebene gelegt habe. Und so kann man das Ganze dann einfach viel unaufwendiger und genauer machen, wie wenn man dann mit diesem blöden Ausschneidewerkzeug um dieses Blättchen oder um die Blüte rumschneiden muss und dann vielleicht noch abrutscht und dann alles nochmal von vorne machen muss. Und so mit dem Radieren habe ich einfach für mich auch eine Möglichkeit gefunden, das Ganze etwas weniger nervig zu machen, weil mich dieses Ausschneiden immer tierisch aufregt. Ich hasse Ausschneiden am meisten beim Bearbeiten. Danach kommen Steigbügel und Zügel. Aber das Ausschneiden, vor allem gerade bei Geländebildern, gestalte ich mir durch diesen kleinen Trick etwas einfacher. Und ja, wenn ihr dann fertig seid mit dem Ganzen, mache ich Folgendes. Ich nehme dann die Ebene doppelt, also die mit dem Sprung, und male sie einfach komplett weiß an. Natürlich müsst ihr vorher dann auch dieses Ding, irgend so einen Fixierknopf oben gedrückt haben. Ich weiß gerade nicht, wie der genau heißt, damit ihr nicht drüber rausmalt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr mit Photoshop schon öfters gearbeitet habt. Und dann nehmt ihr einfach dieses Auswählen, diesen Zauberstab und wählt die komplette weiße, alles was weiß ist, einfach aus von diesem Sprung. Und dann könnt ihr zu euren Kanälen gehen und das dann einfach im Kanal auch weiß anmalen. Und dann habt ihr schon diesen Sprung mit Busch oder was auch immer ganz easy ausgeschnitten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich die Ebene, die ihr benutzt habt, um diesen Busch auszuradieren, ich nenne es jetzt mal so, könnt ihr natürlich auch wieder löschen, wenn ihr damit nicht arbeiten möchtet. Aber so finde ich, ist das einfach viel, viel einfacher und kostet auch nicht so viel Nerven, wie wenn ihr dann mit diesem Ausschneidewerkzeug irgendwie versucht, da drumherum zu schnibbeln. Das war jetzt mein Tipps und Tricks Video für heute und ich hoffe, ihr könnt etwas daraus mitnehmen. Und ja, wie gesagt, ich werde natürlich immer versuchen, nicht so viel Abstand zwischen den Videos zu lassen, was jetzt natürlich auch mal wieder passiert ist. Und die meisten, die denken sich, ja, okay, tschüss, ich gucke jetzt da nicht mehr zu, aber ich hoffe, dass trotzdem noch ein paar treue Abonnenten oder auch Nicht-Abonnenten, vielleicht bald Abonnenten, hier zuschauen wollen und
irgendwie Gefallen an meinen Videos finden, auch wenn sie nur sehr unregelmäßig kommen. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!